Liebe Nougat-Schnittchen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mad Max. Wir haben unser Magnum Opus zusammengesetzt, beziehungsweise Chum Bucket hat es gemacht. Rupert ist auch schon ganz interessiert an Motoren, scheinbar. Rupert scheint es besser zu gehen, das finde ich gut. Wir sollen jetzt erstmal das Versteck verlassen. Wenn wir uns die Karte angucken, hoffe ich, dass ich irgendwie in der nächsten Zeit so eine Festung mal... ja, weiß ich nicht, befreien, einnehmen, auf jeden Fall organisieren muss. Das würde ich mir nämlich gerne noch angucken. Ich habe leider jetzt mittlerweile von mehreren Leuten gehört, dass das Spiel irgendwann sehr eintönig werden soll. Aber das sind wir ja immer noch nicht. Achso, ich soll das Versteck natürlich im Auto verlassen. Ja, das macht natürlich Sinn. Die fahren natürlich alle hier auf der rechten Seite, ne? Australien, wisst ihr. Also, ne, das Lenkrad ist auf der rechten Seite. Die fahren natürlich links. In der Wüste. Naja. See those metal monsters? Scrotus War Boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Grammy could damage our front. Zerstöre die Vogelscheuchen. Bäm, Junge. Nice. Können wir doch auch bestimmt direkt ein bisschen mal looten. Halt mal an. Steck mal aus und nimm den Schrott mit. Keep an eye on the car. Und weiter geht's. Ey, Moment, wir haben jetzt kein Benzin mehr hinten drin. Was ist denn damit passiert? Was ist denn noch mit dem Benzin los? Eigentlich hatte ich doch noch einen Kanister hinten drin. Oh, guck mal da. Vogelscheuch. Und was ist das? Ach, das ist nur so ein Suchbereich. Ich würde sagen, dann fahren wir... Aber hier machen wir die Vogelscheuche weg. Oh, das ist ja eine Schanze. Hui! Wow, das hat mein Auto kaputt gemacht. Geil, das war ja die mega Idee, da rüber zu fahren. Wie kommen wir denn jetzt überhaupt da oben hoch? Der fährt sich tatsächlich anders als der komische Buggy. Da, guck mal, da sind keine Felsen. Vollgas! Ah. Ach, guck mal an. Bleib du mal beim Auto. Ey, ich wollte gerade sagen, während ich draußen bin, kannst du ja mal die Karre reparieren. Das macht der sogar automatisch. Das finde ich gut. Das ist echt cool. Ah, die Suchbereiche, müssen wir da wirklich hin? Vielleicht gibt es da was zu kloppen. Hallo? Oh, da ist ja tatsächlich jemand zu Hause. Hi. Ich fahre euch einfach um. Okay, mache ich nicht. Aua, aua, der tritt mir ins Gesicht. Da habe ich wohl zu wenig Speed gehabt. Hi. Die mich immer von hinten schlagen wollen, die Penner. Hallo. Also irgendwie die Prügelei ist ein bisschen zu einfach. Ich gehe mal davon aus, dass es später schwerer wird, indem da Gegner kommen, die sich irgendwie schützen können oder Waffen haben oder so. Aber wenn die nichts haben und nur zu dritt sind, ist das echt übel easy einfach. Einfach links klicken, bis zum geht nicht mehr Feierabend. Haben wir den jetzt? Nö, haben wir nicht. Na, wo habt ihr denn euren Schrott versteckt? Was machen die denn hier eigentlich? Die synthetisieren bestimmt was. Aber dabei können doch Methylen entstehen. Wie ihr alle wisst, macht Methyl blind. Was ist das eigentlich, wo der sein Versteck drin hat? Ist das ein Flugzeug oder ein... Ne, das ist ein Schiff. Ein Schiff ist das. Macht Sinn.
So, einmal Schrott fehlt noch. Wo habt ihr den Stuff? Hier können wir nicht rein. Stimmt, da oben. Kannst du da hochspringen? Nee, kannst du nicht. Geil. Da oben steht zumindest ein Stuhl. Kommst du da irgendwie hoch? Nee. Also einmal Schrott fehlt uns auf jeden Fall noch. Oder ist er hier drin? Da ist er doch. Geil. Selbst das Klo ist mit dem Reifen. Boah, ich hab grad, was sagt Peter mal? Tüdelfüt? Ne, Füß? Keine Ahnung. Gänsehaut. Ah, fahren wir weiter. Bisschen Schrott gesammelt. Aber im Endeffekt ist ja nicht viel passiert. Mal Gas. Ha, kein Problem für unser Auto. Ja, die Schanze lassen wir jetzt erstmal sein. Macht mir nur alles kaputt. Also mit der Karre ist das auch wirklich einfacher zu fahren. Hier kann ich auch gerade mit WASD. Wow. Da habe ich gerade auf die Tastatur geguckt. Das ist echt immer das Gleiche. Ich fahre gerade mit Tastatur und Maus. Geht gerade irgendwie einfacher. Was ist da das Problem? Scheißegal. Better use the harpoon for this. Oh, okay. Worauf ziehen wir denn da? Achso, auf das. Nice. Mach mal hier Autoheile. Hallo, wie ging das denn nochmal? Muss mal kurz in die Steuerung gucken. Wie konnte man denn nochmal das Auto wieder reparieren lassen? Das habe ich seit gestern Nacht natürlich wieder vergessen. Steuerung, Controller, Tastatur. Fahrzeug. Rahmen schneller, links, rechts. Booster gibt's auch noch. Haben wir noch nicht. Sniper-Modus. Seitenbrenner. Blick nach hinten. Müssen hier reparieren. Standortinfo. Blick nach hinten. Seitenbrenner. Da. Ach lol. Fahrzeug reparieren. Ich habe einfach nur nach reparieren gesucht. Mach mal. Mach mal heile. Sieh dir das Lager vom Aussichtspunkt aus an. Ja, das können wir machen. Dann kannst du dann währenddessen vielleicht die Karre reparieren. What's the purpose of these camps? Oil. The crew pumped from the very ground and sent in convoys to be refined and gasolined in gas town. Moment mal, wenn Space Boost, das fällt mir gerade auf, gibt es dann keine Handbremse? Na, mach mal, Luki Luki am Luki Luki Punkt, wa? Na, guck mal, der repariert da tatsächlich weiter, mein Gott. Let's see. S ist zoomen. Aha. Warum nicht das Mausrad? Das wäre viel zu einfach. Na, egal. Was gucken wir uns denn jetzt genau an? Achso. Sniper out front. Als Teil der äußeren Verteidigungslinie eines Lagers. Wow. Achso. Suchen Lagersniper das Ödland nach möglichen Bedrohungen ab. Sie können Eindringlinge aus großer Entfernung erkennen, sind sowohl im Nah- als auch im Fernbereich tödlich. Lässt man zu, dass er gestärkt wird, feuert der Sniper häufiger und trifft dabei zuverlässiger. Wie können die denn gestärkt werden? Das finde ich ja ganz schön frech. Gates defended. Was ist das denn? Flammenrohr. Aha. Das wird uns wahrscheinlich verbrennen. Aber man kann jetzt keine Leute spotten, wobei. Warcryer. Oh, der sieht fies aus. Die einzige Aufgabe eines Warcryers ist es, die Bewohner eines Lagers zusammenzutrommeln und sie in einen wilden Kampfrausch zu versetzen. Wenn sie gestärkt wurden, sind diese Kämpfer gefährlicher. Beseitige den Warcryer, um den Stärkungseffekt zu wenden. Ah, das ist der Trommelmeister. Alles klar.
äußere Verteidigungslinie wird oft durch eine Vielzahl von Methoden geschützt. Wenn man sich einmal im Lager nähert, herrscht dort Alarm. Alarm, Alarm, wenn sich die Alarmanzeige vollständig gefüllt hat, wird die Verteidigung des Lagers gestärkt und deutlich gefährlicher. Ja, cool, und da ich nicht... Camp is light defenses. I'll deal with them before entering. Yes, yes, nothing our sweet Magnum Opus cannot handle. Magnum Opus, schalte den Sniper aus. Ja, mit der Harpune dann wahrscheinlich. Aber es gibt keine Schleichenfunktion, also ich könnte mich jetzt nicht so ein bisschen Metal Gear Solid mäßig an das Lager ranschleichen und dann versuchen, die da einzeln auszunehmen. Warum bin ich gerollt? Ich habe gerade gedacht, ich mache jetzt einen Abgang den Berg runter. Das heißt, frontal auf die Fresse mit dem Ding. Du hast das schön fertig repariert, hast fein gemacht. Ja, hört sich gut an, wa? Ach, Shift war die Handbremse, das stimmt. Hat verballert kein Benzin, kein Problem. Ja, tatsächlich. Wie machen wir das denn jetzt? Einfach mit da hinfahren, mit der Harpune dran und fertig aus. Kann ich nicht einfach den Turm. Ah, ne, der Turm steht leider auf. This got to be quick. Oh, mir egal. Ja, hier, was ist denn hier? Schalte den Snapper aus. Wie soll ich den denn ausschalten? Ich kann gerade nicht schießen, nicht zielen, nix. Lol. Hui! Wie geil ist das denn? Achso, ich müsste die Harpune wechseln, ja, okay. Hahaha, das ist ja geil! Hallo Freunde, darf ich mal reinkommen? Oh. Ja, komm, nehmen wir uns mal den Warcrier vor. Reparier du mal die Karre währenddessen. Stay put. Der könnte in der Ecke schwieriger werden. Wenn du dich einem Warcrier näherst, schlägt der Alarm, wenn sich die Alarmanzeige voll... Ja, das haben wir alles schon gelesen. Kann ich nicht einfach mit dem Auto und der Harpune versuchen, den da runter zu holen? Zack. Der hat sich wie so ein Brummkreisel da drum gedreht. Okay, das war nice. Ja, hallo Warboys. Ich glaube, euer Typ ist gerade draufgegangen. Hey, hallo, ich hab geklickt. Finde die Überreste von Max Otto. Ja, ein bisschen was trinken, damit die Gesundheit wieder voller wird. Wie konnte ich denn nochmal das Messer auswählen? Ach, das habe ich wieder verloren, ne? Na egal. Jetzt nehmen wir erstmal wieder Kram mit. 5 Schrott. Hä? Der Typ hat mehr Schrott dabei, als in Schrott liegt? Okay, Schrottception. 1 von 10. Krass. Da müssen wir hier noch ein bisschen suchen. Warte mal, das Tor wird da oben... Ach nee, das ist zum Runterrutschen. Dass ich zum Tor aufmache. Gehen wir mal hier rein. Erst ein bisschen looten. Was ist das? Da war nämlich... Ach so, nee, 11 Schrott. Okay, das wird nur als einmal Schrott. Mein Gott!
Wie oft man hier Schrott hat. das wird nur als einmal Schrott angezeigt. Hier, komm, verschaffe er mir Einlass. Okay, dann mache ich halt das Missionsziel. Historisches Relikt. Lol, das war das Foto von seiner Frau und seiner Tochter. Ganz schön frech. Ich glaube, da wäre ich auch so, wenn die mir das weggenommen hätten. Max, we miss you, come back soon. Wow, was ist der Text jetzt? Die deutsche Übersetzung oder was? Ah, geil. Will I ever come back? Ach, comeback is real, Junge. Gotta get to that pump and destroy it. Zerstöre die Ölpumpe. Ah, jetzt kann ich die Türe auftreten. Intruder! Das ist gelogen. Oh, der hat ein Messer. Komm, bring mir dein Messer. Oh, oh. Boah, wie der ausgewichen ist. Wieso ist der denn so flink? Oh, Schneesturm. Ja, ich habe Peter heute bei Metal Gear Solid zugeguckt. Alter Schwede, nimm das Messer und mach einen Abgang. Zerstöre alle Insignien, um das zusätzliche Lagerziel abzuschließen. Dann nehmen wir noch ein bisschen Wasser mit. Die brauchen das ja nicht mehr. Mach voll. Boah, der Sandsturm ist ja echt übel. Ich kann kaum was hören. Dafür gab es ein Achievement? Für das denn? Was fehlen uns hier noch? 2 Insignien und 7 Schrott. Mann. Ich fang schon an zu schreien hier fast. Gemütliches Bettchen, muss man ja mal sagen. Oh, was soll das denn? Also besser orientieren kann ich mich jetzt nicht unbedingt. Gehen wir erst nach oben oder unten? Erst nach oben. Da fliegen schon wieder Sachen durch die Gegend. Okay, wen wundert's? Was ist das denn? Oh, Munition, geil. Eine Patrone. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kann der Sturm mal aufhören? Dann gehen wir jetzt nach unten. Da sind auch irgendwelche Gangzeichen. Oh, na endlich ist es ein bisschen ruhiger. Gute Lilly, ey. Aber die Türen können wir nicht öffnen. Schade eigentlich. Ey, Lampe machen wir wieder aus. Brauchen wir die? Schlecht ist sie nicht. Ach, da war schon wieder der Typ mit, du bist doch nicht bereit. Noch mehr Schrott. So, jetzt haben wir die Hälfte. Ich bin gespannt, was wir dafür kriegen, wenn wir die Insignien kaputt machen. Mein Gott,
Was ist das denn hier alles? Von oben sah das Lager aber um einiges kleiner aus. Da ist noch so ein Insignia. Jetzt erzähl mir bitte, dass Max schwimmen kann. Ah, muss der gar nicht. Wie machen wir die denn kaputt? Müssen wir dafür jetzt unseren Schuss benutzen? Ich hoffe, das geht damit. Oh ja, geht sogar ziemlich gut. So, einen haben wir noch. Oder? Zwei, weiß ich nicht. Da unten steht jetzt einer. Also gehe ich mal davon aus, haben wir noch einen. Oder heißt das, wir haben noch einen im Lauf plus einen zusätzlich? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal lieber von einem aus und lass mich überraschen. Ich lass mich überraschen, wenn ich noch zwei habe. What do you want? Time is built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Mhm. du in Rätseln sprichst, Meister. Also ich werde die Pumpe jetzt noch nicht zerstören. Ich brauche ja noch ein paar Sachen. Ah, der Sturm hat aufgehört. Oh fuck, Wut. Während Max im Bodenkampf ist, baut er Wut auf. Geil. Rage. Wenn er genug Wut angesammelt hat, wechselt Max in den Wutmodus. Ich bin im Wutmodus. In dem all seine Schläge noch stärker sind. Jawohl. Max bleibt im Wutmodus, bis die Anzeige geleert ist, beziehungsweise bis alle Feinde in seiner Nähe besiegt sind. Oder ich denke mal, bis man eins auf die Mütze kriegt. Macht er da gerade ein... was ist das? Ein Backsuplex? Keine Ahnung. Irgendwelche Wrestling-Moves. Wut freigeschaltet. Jawohl. Jawohl, alter Schwede. Kriegst du einen Messerbestrafer? Jawohl. Aua. Fast Spagat gemacht hat. Make it so that there's no reason for them to come back. Furiose Fäuste. Straßenleiche Stufe 3, Stufenaufstieg. Bitte was? Max, da können wir noch nicht drauf. Werkstatt oder Biografien gibt's halt. Werkstatt, Legende, Sammelstücke, aha. Aber irgendwie aufleveln kann man den auch? Ja, wahrscheinlich. Erstmal wieder ein bisschen sammeln. Ne, die Ölpumpe machen wir noch nicht kaputt. One candle will do the trick. Dann fliegt uns hier doch bestimmt alles um die Ohren. Können wir den jetzt einfach mal fallen lassen, ohne dass was passiert? Warte mal. Ah, cool. Da ist nämlich noch Schrott. Ja, der will dann nämlich mit dem Benzinkanister in die Luft jagen und so eine Ölpumpe mit... Naja, wenn das Peng macht, macht das Peng. Wisst ihr Bescheid. Da ist die letzte Insignie. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Na? Hä? Wie Insignien 2 von 3? Wie blöd? Ich hab doch gerade die... Achso, da. Optional. Insignien. Alle fertig. Aha. Nix. Okay. Warum soll ich die da kaputt machen? Noch drei Schrott haben wir übersehen. Also, was heißt übersehen? Ich habe ja noch nicht überall geguckt. Zwei noch. Ja, wo kann das denn noch sein? Wo habe ich denn eine Abzweigung?
Habe ich irgendwo noch eine Abzweigung gehabt, wo ich nochmal hin könnte? Da könnte man nochmal rein. Vielleicht sind da zwei Schrott drin. Wenn da zwei Schrott drin sind, knallen wir das Ding jetzt gleich in die Luft. Jawohl, das ist zumindest einer. E halten. Warum denn nicht einfach da dran springen? Warum muss man alles mit E machen? Verdammt. Ein Schrott fehlt uns. Oh oh. Mein innerer Sammeltrieb sagt mir, hol den Schrott. Den haben wir bestimmt am Anfang irgendwo gesehen. Geil. Da, wo der Schneesturm war. Ja, also bevor das ganze Lager hier in die Luft fliegt, hoffe ich mal, noch schnell den Schrott zu finden. Das machen wir aber noch. Keine Angst. Keine Angst. Ja, Moment, hier, genau. Hier war noch eine Abzweigung. Hier sind wir hergekommen, oder? Oder sind wir hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Ach, klettern. Ah, ne, Quatsch, hier war die Insignie. Also hier bin ich gewesen. Verdammt. Wie sieht das hier so komisch aus? Was soll das denn? Wo ist mein Schrott? Kann man das vielleicht auf der Maps? Ne. Dafür kann man nicht weit genug ranzoomen. Auf der Minimap sieht man das auch nicht. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ich bin nämlich ehrlich gesagt nicht so der Freund normalerweise von solchen Sachen, die man ewig lange suchen muss. Also ich habe beispielsweise bei Batman auch alles gemacht an den Schurkenmissionen, was man machen konnte, bis auf Riddler, weil da halt irgendwann die Mission kam, sämtliche Riddler-Rätsel zu machen, wo ich mir dann gedacht habe, Alter, ich brauche noch 200 Riddler-Rätsel oder so. Nö. Das wollen wir dann zu Fahrt. Normalerweise hier so ein Kram sammeln, finde ich normalerweise auch nicht so geil. Da! Da ist er doch. Sandsturm übersehen. Alles klar, dann können wir jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen. Geil! Naja. Wenigstens haben wir jetzt genug Schrott, um irgendwas Tolles zu bauen. Denn unser Auto... Hoppla. Wir können noch einiges in unser Auto investieren. Kann ich nicht einfach hier rüber? Springen? Ja. Egal. Renn mal ein bisschen, Max. Ich finde, der rennt so geil. Sieht überhaupt nicht schnell aus. Du, 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 du. Kletter schneller. Ich will, dass ich jetzt Ping macht. Ja, was machen wir denn dann? Danach wird Chum wahrscheinlich wieder an unserem Auto rumbasteln. Steht denn der Kanister noch hier? Ja, tatsächlich. Cool, der despawnt also erstmal nicht. Benötigt Explosion. Ach so, natürlich. Damit kann ich gerne helfen. Es gibt auch keine Sequenz diesmal. Dann zünden wir das Ding mal an. Ohne Spaß. Tschüss. Ölpumpenlager der Sog. Aufgelöst. Ölpumpen zerstört. Das Lager ist nun von Verbündeten besetzt und wird regelmäßige Schrottlieferungen beisteuern. Ach, guck mal an. Aber welche Verbündeten denn? Also Chum oder was? Rupert, natürlich. Wie konnte ich ihn vergessen? Historisches Relikt. Okay, das sind also wirklich immer persönliche Sachen. Also nicht immer, aber das war jetzt eine persönliche Sache.
Straßenleuch, Leiche Stufe 4. The one from the tunnels. I need to find him. Die Bedrohung ist auf 2 gesunken. Aha. Kehre zum Magnum Opus zurück. Das mache ich doch glatt. Da können wir einfach dieselbe hier benutzen. Aber welche Verbündeten jetzt hier sind, gucken wir mal. Hui! Wie bremst denn der eigentlich damit? Alles voll unrealistisch. Oh, du hast den Wagen gewendet. But we've got all we need. Why stall our work on the Magnum Opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. You need both of us. Triff dich mit dem geheimnisvollen Utlenner. Und das werden wir morgen machen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns morgen wieder. Haut rein. Tschüss!